Hallo zusammen. Heute wird die Zeit genauso schnell vergehen, wie dieser Kerl Saltos schlägt. Lasst uns loslegen. Der schnellste Läufer hier rennt neben der Aschenbahn her. Welche Geschwindigkeit hätte er wohl ohne die Kamera erreicht? Ist es aus physikalischer Sicht überhaupt legal? Hier ist noch ein Beispiel für einen Menschen, der für eine Sportart wie geboren ist. Dieses Kraftpaket ist nicht nur extrem muskulös, sondern auch sprunghaft wie ein Akrobat. Ein echter Superheldensprung. Es muss ein tolles Gefühl sein, den eigenen Körper so kontrollieren zu können. I don't drink a lot of Diet Pepsi, but when I do it crush the can like this. Während einige daraufhin trainieren, die Nase mit der Zungenspitze berühren zu können, kann sie vermutlich sogar ihre Stirn mit der Zunge erreichen. Ein Hula-Hoop wiegt im Durchschnitt 2 Kilogramm. Was schätzt ihr, mit wie viel Gewicht sie da hantiert? Diese Aufnahmen stammen direkt aus Valhalla. Es ist fast übermenschlich, was in seiner Hand an Zerstörungskraft steckt. Und das ist noch lange nicht alles, was er kann. Thank you.
Und das war nur eine Hand. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihr ihn in unserem nächsten Video schon eine Boeing ziehen seht. Und dieser Superheld zieht mit den Zähnen einen Zug. Stellt euch die Reaktion seiner Gegner vor, wenn er sich vor einem Spiel so aufwärmt. Nach so etwas sollten High Heels als Waffe eingestuft werden. Im alten Griechenland wäre sie als Göttin des Gleichgewichts angebetet worden. Los, erzählt ihr mal, dass das menschliche Skelett aus über 200 Knochen besteht. Cirque du Soleil sollte sie unter Vertrag nehmen. 8 Jahre. Das muss man zweimal gesehen haben, um zu glauben, dass er kein Exoskelett trägt. Eines Tages ist ihm klar geworden, dass er viel zu stark zum Hanteln ist.
perfect. Legolas, Katniss, Hawkeye und dieses Mädel. Alle, die Golf für langweilig halten, haben ihn einfach noch nicht spielen sehen. Er diente als Vorbild für die coolsten Anime-Helden. Wenn es zum Weltuntergang aufgrund eines gleichzeitigen Ausbruchs aller Vulkane auf der Erde kommen sollte, würde nur dieser Kerl überleben. Er hat Bauchmuskeln aus Stahl. In einem Kampf zwischen ihr und Wonder Woman wäre diese Amazone meine Favoritin. Überlegt mal, wie lange es wohl dauert, bis man so etwas drauf hat. In den Händen eines Profis kann absolut jeder Gegenstand zu einer tödlichen Waffe werden. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession.
Der einzige Kerl, der so hoch ohne Sprungstelzen springen kann.